Inzidenz von 200 darf man ja nur noch 15 Kilometer vom Wohnort wegfahren. Da ganze Landkreise einen Wert von über 200 haben, müssen also alle Ortschaften innerhalb dieses Landkreises sich daran halten. Ich habe da ein heikles Problem. Meine Katzenfreundin, die wohnt im Wald. Also nicht im Wald, sondern in der Ortschaft Wald im Landkreis Cham. Dort liegt die Inzidenz bei 233. Normalerweise kommt sie mich besuchen, wenn sie rollig ist. Aber jetzt darf sie nicht mehr, denn es reicht nicht genau bis Regensburg rein. Aber hey, wir haben hier in Regensburg ja unter 100. Wir dürfen doch fahren. Da muss mein Herrchen mich nur nach Wald bringen. Bisher gibt's ja kein Verbot, in einen Bereich zu fahren, wo die Inzidenz über 200 liegt. Meiner Katzenfreundin kann also doch noch geholfen werden. Logisch ist das zwar nicht, aber das ist mir doch egal. Wir könnten sogar bis Furt im Wald fahren, bis an die Grenze. Und trotzdem könnten wir wieder zurück. Wir wohnen ja nicht dort. Da soll einer die Menschen und die Politiker im Besonderen verstehen.